Wir beginnen jetzt heute mit Frau Dr. Jasmin Schmitz von ZBMed. Wir kennen Frau Schmitz alle aus zahlreichen Beiträgen zu Kongressen und Tagungen nicht zuletzt. Und sie leitet bei ZBMed im Programmbereich Open Science die Abteilung Publikationsmanagement, Publikationsberatung. Und sie hat dort die Arbeitsschwerpunkte Publikationsberatung, Open Access, Open Science und wissenschaftliche Reputationsbildung. Heute wird uns Frau Schmitz berichten, was wir unseren Forschenden raten können in der Frage der Vorabveröffentlichung wissenschaftlicher Ergebnisse als Preprint. Eine Frage, die ja in anderen Fachdisziplinen schon lange ein Thema ist und jetzt aber im Zuge der Covid-19-Krise auch in der Medizin breit diskutiert wird. Liebe Frau Schmitz, ich übergebe an Sie. Danke. Vielen Dank für die freundliche Einführung. Ich habe die Präsentation einfach auch schon mal gestartet, weil wir haben ja keine Zeit zu verlieren. Ganz genau, also was wir beobachten könnten in der Covid-19-Krise oder in der Pandemie, ist, dass Preprints einen enormen Auftrieb erlebt haben, insbesondere auch in der Medizin. Wir können davon ausgehen, die gehen nicht mehr weg, sind jetzt ein etablierter Publikationstyp, sodass wir uns auch ein bisschen Gedanken darüber machen können, oder sollten, was können wir unseren Forschenden in Bezug auf Preprints tatsächlich raten? Die erste Frage ist natürlich, was ist das überhaupt, so ein Preprint? Generell lässt sich sagen, der Publikationsprozess lässt sich grob in zwei Abschnitte teilen. Einmal, was vor dem Peer Review passiert und einmal, was nach dem Peer Review passiert. Alle Versionen, die vor dem Peer Review veröffentlicht werden oder beziehungsweise erstellt werden, heißen Preprint und alle, die nach dem Peer Review erstellt werden, heißen Postprint. Formal zählen die Preprints zu Open Access grün und zur grauen Literatur. Wobei bei Preprints muss hinterher noch dazu gesagt werden, wenn die als Preprints publiziert werden, ist noch nicht klar, ob die später in einer Subskriptionszeitschrift veröffentlicht werden, in einer Open Access Zeitschrift oder ob sie schlichtweg für immer ein Preprint bleiben. Dann gibt es eine Reihe von Vorteilen, die wir unseren Forschenden mit an die Hand geben können. Ich habe jetzt mal eine kleine Auswahl getroffen, was die Forschenden am meisten interessieren dürfte, nämlich zum einen die frühe Zugänglichkeit von Forschungsergebnissen. Im Schnitt 14 Monate erreichen die Ergebnisse früher die Leserinnenschaft. Die Spanne ist riesengroß, also von 7 Monaten bis über 2 Jahre. Der nächste Punkt ist, Forschende haben ja häufig Angst, dass ihnen die Ideen geklaut werden. Dem sorgen Preprints vor, indem es auch so eine Art Zeitstempel gibt und das eben verhindert wird. Und für Lesende ergibt sich eben der Vorteil der freien Verfügbarkeit, teilweise auch mit umfangreichen Nachnutzungsrechten im Sinne des Open Access. Also das können wir unseren Forschenden auf jeden Fall mit an die Hand geben. Dann kommen wir zu den Punkten, worum sich die Forschenden im Vorfeld kümmern müssen und wo wir sie aber auch ein bisschen unterstützen können. Nämlich zum einen ist es die Frage, zerschieße ich mir mit einer Preprint-Publikation tatsächlich die eigentliche Publikation. Es gab früher, gerade auch in der Medizin, sehr prominent das sogenannte Ingelfinger-Rule, was eben besagt, wenn ein Manuskript schon mal publiziert worden ist, dann nehmen es die Zeitschriften nicht mehr. Das wandelt sich momentan komplett. Immer mehr Zeitschriften stehen dem offen gegenüber, stellen aber gewisse Bedingungen. Darüber sollte man sich vorher informieren. Eine Möglichkeit ist die Datenbank Sherpa Romeo, die wir aus dem Open Access Kontext schon kennen. Oder relativ neu die Plattform Transpose, die unterschiedliche Policies zu Zeitschriften sammelt, unter anderem eben auch Policies zu Preprints, was sagen eben die Zeitschriften zum Thema Preprints. Und da kann man sich eben informieren, beziehungsweise können sich unsere Forschenden informieren. Die nächste Frage, worauf Forschende so ein bisschen achten müssen, ist, darf ich Preprints überhaupt zitieren? Sei es in Forschungsanträgen, sei es bei der Einreichung von Zeitschriftenmanuskripten oder eben bei Bewerbungen. Was
in letzter Zeit so ein bisschen die Runde gemacht hat, war beispielsweise, dass ein australischer Forschungsförderer Anträge zurückgezogen hat, weil da dann Preprints zitiert waren. Das haben die mittlerweile so ein bisschen revidiert. In Zukunft wird das wohl möglich sein, auch Preprints zu zitieren. Aber das Beispiel zeigt ganz schön, dass man sich im Vorfeld informieren sollte, entweder auf den Internetseiten, in den Policies oder im Zweifelsfall, wenn dazu gar nichts steht, einfach mal fragen. Dann die nächste Frage, die sich stellt, wo bringe ich mein Preprint tatsächlich unter? Die Preprint-Server sind wie Pilze aus dem Boden geschossen. Hier braucht es Orientierung. Und ganz wichtig ist natürlich ja auch, dass die Ergebnisse auch meine Forschungscommunity erreichen. Das Directory of Preprint-Server Policies and Practices bietet hier Orientierung. Das können wir ganz schön das als Tool den Forschenden mit an die Hand geben. Dann ist natürlich die Frage, wenn ich mir einen Preprint-Server ausgeguckt habe, wie läuft das da überhaupt? Also man sollte dringend raten, dass sich die Forschenden informieren über den Preprint-Server. Was darf man überhaupt hochladen? Wie sollte die Güte des Manuskriptes sein? Und insbesondere, was passiert hinterher, wenn die Verlagsversion erschienen ist? Gibt es da eine Verlinkung? Wird das Preprint gelöscht? Das löst jeder Preprint-Server für sich unterschiedlich. Und deswegen sollte sich im Vorfeld darüber informiert werden, wie der jeweilige Preprint-Server das handhabt. Und vielleicht etwas in die Zukunft gerichtet, perspektivisch. Es gibt erste Initiativen, dass Forschungsförderer Preprints, die vorab veröffentlichen, über Preprints fordern. Gerade auch in Pandemiesituationen oder Situationen, die eben die Bevölkerungsgesundheit betreffen. Hier sollte man sich eben vorab informieren, ob es solche Mandate vom Forschungsförderer gibt. Und im nächsten Schritt auch, wie man die erfüllen kann. Mittlerweile ist es so, dass viele Zeitschriften eben auch mit Preprint-Servern zusammenarbeiten oder eigene Angebote aufbauen. Und da sollte man sich halt informieren, macht die Zeitschrift das, muss ich mich da komplett alleine drum kümmern? Und ja, damit man da auch guten Gewissens eben die Mandate der Forschungsförderer, der Geldgeber erfüllt. Das war's im Großen und Ganzen. Ich habe den Bimmelton noch nicht gehört. Weiß ich jetzt gar nicht, ob ich drüber bin. Der war sehr dezent. Anyway, wem das jetzt etwas zu schnell geht, wir haben auf der Publisso-Seite noch ein FAQ zum Thema Preprints, wo Sie die Punkte, die ich hier angesprochen habe, auch nochmal nachlesen können.